Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens sind wir ja schon ein bisschen weiter vorgerannt. Wir waren schon ein bisschen weiter davor, wir haben uns glaube ich schon abgesetzt einmal und so weiter. Aber nein, ich bin wieder hier oben, denn das hat einen triftigen Grund. Wir müssen hier irgendwo hoch. Warte. Ich zeig euch das gleich. Wir haben nämlich diesen Aufstieg hier komplett übersehen. Das habe ich im Nachhinein noch im Schnitt, also während ich quasi dabei war, das Video zu schneiden und fertig zu rendern, pipapo, ist mir das aufgefallen, dass da oben noch ein Weg ist. Und ich kann mir vorstellen, was da oben sein könnte. Und deswegen gucken wir da einfach mal nach. Ich habe so ein bisschen die Vorahnung. Ja, ich brauche da nichts verheimlichen. Ich gucke auch andere Let's Plays und da weiß ich, dass da oben was liegt. Was wir im nächsten Spielverlauf deutlich, was uns deutlich nützlich sein könnte. Deutlich nützlich werden könnte. So, Energiezelle. Die brauchen wir. Von diesen Energiezellen. Aber was mache ich damit? Och, ey, Leute, das werden wir schon sehen. Das zeige ich dir noch. Keine Sorge. So, jetzt können wir uns abzählen. Denn mit diesen Energiezellen können wir nämlich später... Ach, das spoilere ich noch nicht. Ich weiß, ihr wisst es bestimmt alle schon. Okay, den brauche ich eigentlich gar nicht. Kann ich euch erzählen. Man kann damit quasi die ultimative Rüstung in diesem Spiel freischalten. Das, wie hieß es noch gleich? Schildweberinnen-Outfit, so. Das ist auch bei 5 Energiezellen, 2 Stück haben wir davon und auch in der nächsten Quest werden wir den Rest der Energiezellen uns zu eigen machen. Denn ich weiß, viele sagen zwar, dass diese Schildweberinnen-Outfits mega OP sein sollen und ein bisschen das Spiel verderben, denn man ist ja kurzzeitig unverwundbar mit dieser Rüstung, denn sie hat einen mega heftigen Buff. Ah, das sehen wir uns doch noch an, wenn wir die Schildweberinnen-Outfit Rüstung selbst wirklich in Händen halten. Da will ich noch nicht viel davon erzählen, aber freut euch auf jeden Fall drauf. Deswegen werden wir auf jeden Fall auch die Energiezellen nicht verschmähen, sondern auch brav mitnehmen. Was? Gib dich zum Grabhort. 3000, ja genau, 3600, Mann. Wo ist das denn? Jetzt sind wir hier oben. Was ist das denn? Eine verdorbene Zone. Die könnten wir rein theoretisch mitnehmen. Und hier ist auch ein Panorama. Oh, das Petitenlager. Voll eine Stufe 20. Was ist das hier? Ist das ein Behelmoth? Ich glaube ja, in Klammer. Alter, viel Zeug hier ist, was wir noch nicht entdeckt haben. Das müssen wir alles noch ablaufen. Ist auch eine verdorbene Zone, Stufe 23. Hier ist ein Langhals. Oh, was ist das hier? Okay, das ist so ein Gedönsträger. Hier ist noch so viel Zeug, was wir entdecken müssen. Was ist das hier? Achso, das sind die Metallblumen. Alles klar, alles klar. Händler. Vorratsengpässe. Achso, das ist ja eine Nebenquest. Alter, wie viele Nebenquests wir einfach noch haben. Oh mein Gott. So krass. Hier haben noch Metallblumen und alles andere am Start. Hier ist noch ein Banditenlager. Alter, wir haben noch so viel offen. Das ist unglaublich. Dieses Let's Play wird sich nur so in die Länge ziehen. Ah, wo müssen wir denn hin? Was ist das hier? Hier ist auch ein Panorama. Wir müssen hierher. Oh, wieder hoch zu dem Banuk. Nice. Sehr schön. Okay. Oh, habe ich da real. Habe ich Schnellreisepaket? Nee, ne? Ich habe kein Schnellreisepaket. Nice. Rein aus Interesse. Kann man Schnellreisepaket herstellen? Nee, ne? Hä? Man kann Schnellreisepakete herstellen? Wir brauchen noch knochiges Fleisch? Man kann Schnellreisepakete herstellen? Okay. Warum knochiges Fleisch? Au, oh, fuck. Oh. Knochiges Fleisch. Alles klar. Sollte aber nicht unbedingt ein Problem sein. Irgendwo werden wir wohl ein Tier finden, was irgendwie ein bisschen knochiges Fleisch dabei hat. Ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch gleich die verdorbene Zune hier mitnehmen. Ich meine, wir wollen zwar die Story-Quest auch mal ein bisschen vorantreiben, aber wenn sich das schon so anbietet hier, ich meine, das liegt ja so offen auf unserem Weg, da können wir ruhig mal vorbeischauen kurz, ne? Offen auf unserem Weg, ja, ist genau. Was habe ich da gehört? Nein, stopp. Die treffe ich doch nicht, oder? Skiller. Wildtier-Kill. Das gilt als Wildtier. Alter. Winziges Fleischstück. Ja, machen wir sofort, Aloy. Machen wir sofort. So. Rohstoffe. Viel Zeug. Okay, das kann man gut verkaufen. Reichhaltiges Fleisch brauchen wir. Fettes Fleisch auch. Kühlsaft. Das macht man ja diese OP-Tränke oder irgendwie sowas, ne? Okay, das brauchen wir nicht. Das ist nicht so viel Draht.
Metallbrand. Braucht man wozu? Munitionsherstellung. Okay, dann behalten wir es erstmal. Metallgefäß, Munitionsherstellung. Okay, behalten wir. Mann. Ich hole sie. Wenn wir schon herstellen, kann man dann auch ein paar neue Tränke herstellen. Ist da die Möglichkeit? Nee, nicht Sprengfalle. Das fällt uns überall Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch fällt uns. Okay, alles klar. Kann ich Weine herstellen, sehr schön. Wir brauchen halt knochiges Fleisch, ne? So, wo müssen wir denn hin? Hä? Ach, darüber. Okay, ich bin zurückgegangen. Sehr nice, danke auch. Oh, schön. Ich bin auch echt gespannt, wie diese Story hier wirklich weiter verläuft. Ich meine, wir haben ja schon so viel herausgefunden über die alten Zeiten, über vielleicht unsere Zukunft, was für Aloy ja quasi eigentlich die Vergangenheit ist, aber für uns ist es wahrscheinlich noch die Zukunft. Wenn das alles so läuft wie in diesem Spiel hier, komme ich hier rein theoretisch hoch. Nein, ich komme nicht hoch. Schade. Aber ich glaube wirklich, dass unsere Zivilisation wirklich auf diese Zukunft hinsteuert. Oh. Habe ich dich über... Hallo? Habe ich dich übersehen letztens? Oh, shit. Ich habe das total übersehen. Ah, shit. Wieso sind die denn gerespawnt? Wieso sind die denn gerespawnt? Alter! Das hatte ich nicht auf dem Plan. Warum sind die gerespawnt? Shit! Lauf, Alter! Wir haben keine Medizinbeutel und so weiter. Na, du will ich, dass du mitkommst. Die anderen sollen nicht mitkommen. Komm jetzt. Komm, Alter, leg den zweiten Pfeil an und dann drauf. Alter, hat er geil getroffen. Alter, was ist denn mit meinem Aim heute los? Okay, ich muss näher ran, das wird so nicht. Aua! Alter, kommt hier noch einer! Hör auf! Alter! Ich muss weg. Das wird so nix. Alter! Ich kann ihn nicht hitten! Alter! Überfordert mich hier gerade, wisst ihr das? Aua! Komm, gönn dir ein bisschen Heilung, Aloy. Ja. Ich mach mal fest. So, der ist Geschichte. Verderber nehmen wir uns gleich vor. Vorher wollen wir noch den Tutti und jetzt kommt der Big Boss. Was ist er da? Ernsthaft? Doppelverfehlung? Warte mal. Such dir mal, ob ich dir die Waffen klauen kann. Ah, so, sorry. Fuck you! Ich hab mich ein bisschen dummer an, fällt mir gerade auf. Aber der regeneriert auch Leben, kann das sein? Alter, dieses Kackfeuer, kann das nicht mal aufzuschlagen, ey Leute? Kann das nicht mal sich selbst löschen? Geil! Alter! Ernsthaft? Kannst du mal bitte brennen? Der hat sich schon wieder komplett gelöscht, das gibt's ja nicht! Komm doch her, du Vieh! Alter, der fuckt gerade so ab, ehrlich! Wieso läufst du weg? Du bist doch wieder gleich gelöscht! Komm jetzt vor hier! Ey, Leute, mach keine Faxen hier!
Alter, der ist... Der fuckt so ab gerade. Der läuft immer weg, bevor er komplett brennt. So, jetzt brennst du. Sehr schön. So, jetzt mach ich dich fertig hier. Keine Munition, danke auch. Ich sollte für den eindeutig genug Schaden machen. Wenn ich treffen würde, was ich mache, besser. So, one shot, one kill. Was eigentlich many Shots waren, aber egal. So, verdorbener Wächter hier. Nahkampfschutz. Ist auch leider nur grün, kann man aber wahrscheinlich verkaufen. War das denn jetzt schon die verdorbene Zone? Ne, die verdorbene Zone ist irgendwo da drüben. Aber dass die alle gerespawnt sind hier, das ist schon ätzend. Ich meine, wie wollen wir denn die Eclipse am Ende ausrotten? Wollen wir die ausrotten? Ich weiß nicht. Aber wie wollen wir das machen, wenn die immer respawnen? Das ist ja uncool. Verdammte Spule nehmen wir auch mit. Können wir verkaufen. Ich setze nämlich nur die denn das Zeug auf meine Waffen und auf meine Rüstung an. So, 250 Meter sind es noch hin bis zur verdammten Zone. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aloy? Ja gut, dann nicht. Ach Gottchen, Aloy. So. Absolut kein Platz dafür. Ich das aber haben will, bitte! Rohstoffe. Ich mit dem fucking Zünder. Lohe brauche ich. Echohülse auch. Ah, komm, ich muss das hier weg. So. Danke. Cool. Haben wir auch schon Schnellreisepakete. Finde ich gut. Man kann knochiges Fleisch sammeln. Sehr schön. Wenn wir dann Schnellreisepakete noch kaufen bei einem Händler oder so, ich meine. Ja, wir werden uns nicht groß noch Waffen kaufen in dem Spiel, also können wir die Scherben durchaus auch für solche Sachen ausgeben, für Heiltränke und so ein Zeug. Hi, knochiges Fleisch am Start? Nein. Ein winziges Fleischstück kannst du behalten. So. Ich weiß jetzt zwar, dass wir hier in einem doch ein bisschen... Was war das denn gerade für ein Bug? Okay, Aloy, passt durch. Ich dachte schon. Ich weiß, dass wir quasi in etwas höher leveligen Gebiet sind. Autsch! Was, Autsch? Das ist Schnee, Aloy. Was siehst du da eigentlich gerade für einen Schatten? Ist das ein Grafikfehler oder wie? Was ist das da für ein Schatten unter uns? Sieht komisch aus, Aloy. Ich weiß nicht, was... Oh, so geil ist. Altes Gefäß, altes... Okay. Nehmen wir alles mit, das ist alles gut wert. Ey, gerade das, will ich mitnehmen. Altes Kultur und so weiter. Ich habe schon zu viel... Noch Mann. Kann man nicht irgendwie Tragekapazität für Rohstoffe und so? Seilwerfer-Munitionspaket. Nee, ich hab keinen Bock, ich will Rohstoffe. Rohstoffbeutel. Machen wir. Upgrade 2, machen wir auf. Upgrade 3 machen wir nicht mehr. Geil. Jetzt können wir deutlich mehr Rohstoffe tragen. Finde ich gut. Aber reines Interesse, kann man dann auch noch ein paar andere Tragekapazitätsgedöns machen? Nein. Outfitbeutel, braucht man das? Nee. Outfitbeutel braucht man nicht unbedingt. Hier, Modifikationsbeutel ist auf jeden Fall sinnvoll. Fallenbeutel braucht man nicht unbedingt, aber nehmen wir trotzdem mit. Seile brauche ich auch nicht unbedingt. Okay, alles klar. Mir fällt gerade eine Waffe, wo wollten wir uns ja doch noch kaufen, den Kriegsbogen. Verdorbene Zone. Ach, das kriegen wir schon hin. Oh, verdorbene Brüllrücken, was? Ihr wollt... Und verdorbene Säbelzahn, was? Geh weg, bitte. Geh weg. Komm nicht hierher. Weg. Nee, kein Bock. Nee, kein Bock. Schwede! Fick dich. Ah, das ist kein. Das ist einfach. Nee, aber. Oder ein Verwüster. Ich kann die Waffe nicht wechseln, wenn du auf mich ballerst, Alter. Ich kann nichts nachcraften, fuck you! Hab ich denn die Waffe schon runtergeballert? Ne, ich bin weg. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Wir kommen später wieder. Es sei denn, ich hab die Waffe runtergeballert. Okay, wir kommen wieder. Ich hab die Waffe runtergeballert. Okay, dann kommen wir wieder. Alles klar. Verwüstungskanone. Das sollte ich schaffen. Na, auf jeden Fall, komm. Druff.
Okay, vielleicht hat man doch ein bisschen strategischer vorgehen, habe ich gerade so das Gefühl, dass ich dieses Verderbnis ist nicht ganz so geil. Nicht schon wieder. Was? Was hat mich denn entdeckt, bitte? Ja, wenn wir hier rüber gehen, dann mal den Verwüster ausschalten. Mit seiner eigenen Kanone! Easy! Ja, ich kann das auch, Alter! Oh, Battle! Oh shit! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ist down! Nice! Wie krass! Ach du Scheiße! Die wurde gerade leer, die Kanone! Mann, wie geil! Was war das denn? Stufe 27, ja, das haben wir uns verdient, auf jeden Fall. Das war ja krass. Das war krass. Das war nice. Ich liebe es. Die Verwüsterkanonen sind so nice. War schön. Finde ich geil, dass es die Option gibt. Und ich weiß auch, dass man beim, wie hieß er nochmal, beim Donnerkiefer, also beim Mega-Raketenwerfer auf dem Rücken T-Rex und so weiter, dass man da auch die Waffen runterschießen kann. Ich glaube sogar mehrere und die kann man dann auch benutzen. Da freue ich mich schon mega drauf. Also das werden wir machen, wenn wir das Schildweberin-Outfit haben, weil ich ein kleiner Schisser bin. Was ist das? Was seid ihr? Also nur so Interesse. Panzerwanderer. Ja, okay, tschö. So, die verdorbene Zone wurde geklärt. Und da wir jetzt ein Schnellreisepaket haben, können wir schnell mal rüber sippen, oder? Waren wir nicht da oben? Da werden wir oben schon. Sehr schön. Lagerfeuer hier. So, rein da. Schnellreisepaket. Ja, machen wir. Ich habe ja gesagt, wir werden auf jeden Fall noch alle Gebiete in diesem Game noch erkunden. Auf jeden Fall, aber ich will erstmal die Hauptquest weitermachen, weil die bockt so extrem. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch alle Gebiete erkunden und wahrscheinlich auch alle Secrets sammeln und jedes Achievement. Und vielleicht auch auf Platin spielen, ich weiß, übernehme ich gerade schon, aber dieses, für diesem Game bietet sich einfach so mega an. Ich weiß, bei einem Open-World-Game ist das mega kompliziert, das auf Platin zu spielen, aber man nimmt sich ja sonst nichts vor, wenn man später mal auch mit der Hauptstory durch, dann können wir auch mal durchaus mal einen Livestream machen, wo wir die ganzen Secrets und so entdecken, weil ich meine in Folgen oder so, ich weiß noch nicht, wie ich es genau mache, aber ihr seht es ja dann selbst, ihr seht es dann selbst. Und ich finde es auch immer ein bisschen doof, wenn man auch 3-4 Mal oder vielleicht auch 5-6 Mal durch die gleichen Gebiete latscht, weil man kennt das Zeug einfach. Ich meine, die Landschaft ist geil und so, mega, ne? Ich habe selten, ein Game gesehen, was so heftig beim Landschaftsmodelling ist, aber den Punkt hier bekam. Danke. So. Aber ich finde, wenn man sich 2-3 Mal die Landschaft angesehen hat, rechts auch. Vanuklager. Kannten wir schon. Und da kann man auch durchaus mal ein Schnellreisepaket hernehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, die führen es ja nicht umsonst ein. Okay, die führen es für die faulen Kiddies ein, wie mich, aber. Oh. Lassen wir das. Okay, warum Blümchen? Gib die Blümchen! Dort war ein Banuk-Lager. Warte mal. Da drüben war ein Banuk-Lager. Gehen wir da schnell mal hin, weil wir haben ein paar Scherben und wir haben ein paar Sachen zu verkaufen und da ist auf jeden Fall auch ein Händler. Und dieser Händler macht auch wirklich Sinn gerade. Hier, Händler. Hallo. So, ich will jetzt mal was, ein paar Rohstoffe verkaufen. Guck mal, ich habe ein Langbeinherz. Da habe ich ein paar Millionen Linsen. Guck mal hier. Ich werde uns jetzt einfach mal. Mal rein aus Interesse. Die eine Waffe, die wir noch brauchen. Dieser. What? Der hat nicht mal. Der hat nicht mal geiles Schattenzeugs. Okay. Brauchen wir hier nicht gucken. Kriegst du auch alle drei? Kannst du auch beide haben? Was ist das denn? Altes Kultur, ja, das kannst du auf jeden Fall haben. Man kann es auf jeden Fall haben. Überhaupt kein Problem. So, bitteschön. Die ganzen kleinen Relikte. So, Metallbrand will ich eigentlich behalten. Obwohl, die zwei kannst du haben. So, die zwei kannst du haben. Kühlsaft auch. Okay, die 8 Kühlsäfte kannst du haben. Alter, wir haben schon 1300 Scherben. Das ist unglaublich. Okay, ich hätte das anders machen können. Egal. So. Kauf. Du hast doch bestimmt irgendwelche geilen. Guck mal hier. 1350 Spezialmodifikationskiste. Das wäre mega die Verschwendung.
Okay, machen wir uns hier noch schnell voll. Stellen das Trinken, sind wir voll, alles klar. So. Sind wir wieder voll, sehr schön. Warte. Schnellreisepakete. Spezialobjekte, nee. Schatz. Nee. Gratis Probekiste erneut. Easy. Schnellreisepakete hier. Konnte man nur eins haben, weil Reinholz und reichhaltiges Fleisch. Ich habe nur so wenig Reinholz. Was? Das ändern wir mal schnell, warte. Reinholz kann ich nicht akzeptieren, dass ich so wenig habe. Holzpaket hier. Und reichhaltiges Fleisch fällt mir halt, ne? Ah! Ja, okay, egal. Ein schnelleres Paket sollte reichen. So. Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns deutlich heftiger storytechnisch unterwegs bewegen und 310 Schritte, alles klar. Okay, diesen Weg werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge gehen. Ich bin ein bisschen müde heute noch, ich habe noch eine kurze Nebenstory. Ich gucke so heute in meinen Videomanager und sehe, och, heute kam mir die letzte Folge Horizon raus. Oh, okay, also die letzte, die ich aufgenommen habe letztens in der Session. Ich bräuchte für morgen eine Folge. Okay, wir haben jetzt fast 0 Uhr. Nehmen wir halt noch auf. Kein Problem. Ach, ein typischer Rayon. Egal, Leute. Ich mach das nur für euch. Rayon sagt ciao, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Guckt bei den anderen Projekten vorbei. Und ja, schreibt mal einen Kommentar in die Kommentare. Ciao.